Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist es soweit. Ich darf euch endlich vorstellen die R&D HPC Racing 85mm. Viele von euch werden sich jetzt fragen, okay, warum jetzt 85mm? Was macht das Ganze so besonders? Ja, die Kurbelwelle hat einige Punkte, die sie so besonders macht. Auf die gehen wir in diesem Video ein. So, als allererstes erkläre ich erst einmal, eine normale HPC-Welle, zum Beispiel für euren Sportzylinder, hat ein 80mm Pleuel oder zum Beispiel eure Standardkurbelwelle für Minarelli und Piaggio hat auch ein 80mm Pleuel und hier haben wir Minarelli und Piaggio in der Variante 85mm liegen. Das heißt, die Pleuellänge ist statt 80mm 85mm. Aber das ist gar nicht so das Große, was diese Kurbelwelle wirklich so besonders macht. Was sie so besonders macht, ist ihr Preis-Leistungs-Verhältnis von, jetzt setzt euch hin, 179€, aber mit einem Pleuel, was super geschmiedet ist, super haltbar ist und meistens bei Kurbelwellen im Bereich erst von 400 bis 600€ zu finden ist. Normalerweise wäre die Kurbelwelle ohne weiteres 300€ bei ihrer Qualität wert. Aber wir haben gesagt, wir möchten Tuning wieder bezahlbar machen und deswegen bieten wir euch das gute Schmückstück in zwei Varianten Minarelli und Piaggio an für 179€. Als allererstes gehen wir einmal kurz auf den Lieferumfang ein und zwar hier in der Piaggio-Variante habt ihr einmal beide Muttern, einmal auf der Lichtmaschinenseite, auf der Variomatic-Seite, natürlich das Ölpumpenzahnrad und dazu die passende Unterlegscheibe sowie ein Silber-Nadellagerkäfig. Genauso sieht es dann bei Minarelli aus. Hier brauchen wir natürlich nicht das Ölpumpenritzel. Hier haben wir dann beide Muttern auf beiden Seiten und natürlich auch das Kolbenbolzenlager. Ja, jetzt für die Leute, die sich nicht so auskennen. Ja, ihr könnt diese Kurbelwellen bei euch verbauen, ohne das Motorgehäuse spindeln zu müssen. In beiden Varianten, ob Minarelli oder Piaggio. Und zwar habe ich hier einmal meinen Meshschieber geholt, damit ihr das Ganze zu Hause natürlich auch nochmal prüfen könnt. Die meisten kennen sich ja gar nicht so aus, was diese ganzen Maße der Kurbelwellen angeht. Und zwar auf die Pleuellänge bin ich ja schon eingegangen. Wir haben hier Standardhub, 85mm Pleuel. Und wenn wir jetzt einmal mal den Wangendurchmesser nehmen. Hier zum Beispiel in der Piaggio-Variante haben wir einmal 70mm. Genau das wird es sein, wenn ihr bisher eine HPC- oder Standardwelle gefahren seid. Der Kurbelwellenstumpf ist ca. 15mm, das heißt, die Antriebskomponenten könnt ihr natürlich auch ganz normal weiterhin übernehmen. In der Minarelli-Variante sieht es, glaube ich, um die 2mm anders aus. Wenn wir hier den Kurbelwellen, den Durchmesser einmal durchmessen, haben wir hier 72mm und der Stumpf hat 13mm Durchmesser auf der Variomatic-Seite. Ja, beide Kurbelwellen wird es geben und zwar in Kürze bei streetlights.de und roller.com. Und ich denke, wir haben hier wirklich wieder ein Produkt auf den Markt gebracht, was vom Preis-Leistungs-Verhältnis absolut unschlagbar sein wird. Und wünschen euch wirklich viel, viel Spaß in Zukunft mit der R&D HPC Racing 85mm. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.